Player Geddon, Komma, wie viel verdienst du? Fragezeichen. In meiner Vorstellung. Wie es in der Realität ist. Wann hast du vor, mit YouTube aufzuhören? Ich glaube, ich höre mit YouTube auf ab dem Zeitpunkt, wo mir das Ganze keinen Spaß mehr macht, aber momentan bin ich wirklich noch weit entfernt, da mir das wirklich sehr großen Spaß macht. Was halten deine Freunde von deinem Kanal? Einige finden es gut, einige finden es schlecht und einige haben gelacht, als ich gesagt habe, dass ich damit mal erfolgreich werden will. Welche Spiele hast du vor zu zocken? Ich würde sagen, sehr viele Horrorspiele und kommende Projekte werden auch Nintendo-Projekte sein. Wie zum Beispiel das neue Zelda, was nächstes Jahr rauskommen wird. Oder das neue Animal Crossing. Es wurde zwar noch nicht angekündigt, aber ich bin mir zu 5000% sicher, dass es rauskommen wird. Würdest du lieber mit YouTube aufhören oder einer deiner 5 besten Freunde verlieren? Ich glaube, das ist wirklich schwer zu sagen, da YouTube sich wirklich zu einem meiner größten Hobbys entwickelt hat. Aber ich glaube, ich würde mich wirklich lieber für die Freunde entscheiden, da YouTube ist wirklich ein großes Hobby, aber ich finde Freunde wirklich wichtiger. Was würdest du dir vorstellen, wenn dein Kanal gelöscht oder gehackt wird? Punkt. PS, bin ein Riesenfan, mach weiter so, wie du bist. Doppelpunkt D, Punkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber wir können uns mal anschauen, wie es beim Hacker aussehen würde. Hallo liebe Leute, heute versuchen wir PlayerGeddon zu hacken. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Hack. Wir versuchen jetzt PlayerGeddon zu hacken. Bitte eine E-Mail-Adresse eingeben. PlayerGeddon. Weiter. Oh, das gibt's ja wirklich. Das Passwort Thomas stinkt. Laden. 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 Was magst du lieber, COC oder Angegruselt? Ich glaube, das ist eine Frage, die man so eigentlich nicht beantworten kann. Da COC ein Handyspiel ist und Angegruselt sind in der Horrorspiele auf dem PC. Deswegen kann man das schwer vergleichen. Ich würde sagen, COC ist das beste Handyspiel, was es überhaupt gibt und Horrorspiele liegen mir halt am meisten am PC. Und daher würde ich sagen, dass beides geil ist. Im Übrigen trage ich jetzt eine Cap, da ich gesehen habe, wie scheiße meine Haare heute aussehen. Deine Haare sehen immer scheiße aus. Schnauze! Hast du ein Haustier? Wenn ja, zeig mal. Hab keins. Mein Abo hast du. ... Das ist keine Frage. Aber danke. Hast du ein Haustier? Hab keins. Was ist dein Lieblingsessen? Nudelgratin. Was ist dein Hassfach in der Schule? Französisch. Es liegt nicht an der Lehrerin, aber es ist saulangweilig. Bist du ein Drogendealer? Das nicht, aber ich kaufe gelegentlich bei meinem Dealer Stoff. Ey, Thomas. Ja? Hast du das Geld? Hast du den Stoff? Hier, nimm schnell. Dankeschön. Was sind deine Hobbys außer YouTube? Meine Hobbys außer YouTube sind, ich spiele zum Beispiel im Verein Tennis, chill gerne mal mit Kumpels irgendwo, aber sonst verbringe ich meinen Tag eigentlich meistens vor YouTube, schaue mir andere Videos an, mache ein paar Videos, schneide ein bisschen, aber das beginnt erst so ab 19 Uhr, davor bin ich immer ganz viel beschäftigt unterwegs, zum Beispiel bin ich immer montags, mittwochs im Fitnessstudio. Ein bisschen pumpen. Mir ist aufgefallen, wieso habe ich noch die Jacke an? Ich bin doch gar nicht der Drogendealer. Aber hey, wir haben YouTube-Partnerkräfte. Und schwupp, die Jacke ist weg. Welche YouTuber guckt selber gerne? Fragezeichen. Die YouTuber, die ich am meisten selber gucke, gleichzeitig meine Lieblings-YouTuber sind Corrupted, Markiplier und Pandoria. Findest du mich auch so geil wie alle anderen? Fragezeichen. Was ist deine Traum-Abonnentenzahl? Fragezeichen. Hoffe, ich konnte dir helfen. Gehe jetzt kacken. Like a Flo. Ich glaube, so eine Traum-Abonnentenzahl kann man gar nicht definieren. Ich bin eigentlich zufrieden damit, wenn ich meine Videos gut mache und dann ist alles gut. Denn YouTube ist wirklich ein sehr großes Hobby und wenn ich weiter Videos mache, kommen immer ein paar Abonnenten dazu und das freut mich natürlich. Und Flo, falls du das siehst, wahrscheinlich auf dem Klo. Schöne Grüße. Wie sieht deine weitere Clash of Clans Zukunft aus und was hast du vor dir darunter vorgestellt? LG, Michael Boss, Clash of Clans. Meine weitere Clash of Clans Zukunft kann man eigentlich nicht so viel sagen, finde ich. Aber falls es Update bedingt ist, habe ich nur einen einzigen Wunsch. Supercell, wenn ihr dies hier sehen solltet, was ich eher bezweifle, führt endlich diesen Pausenknopf für Boosts ein. Das wäre sehr lieb von euch. Lieber Thomas, wie bist du nun wirklich auf YouTube gekommen? Ich glaube, wie jeder andere auch. Jeder kennt YouTube und ich glaube, so ziemlich jeder hatte mal das Bedürfnis, mal Videos darauf zu machen. Zumindest ist es bei den Jungs so. Ich weiß nicht, wie es bei den Mädchen ist.
Weibchen. Was halten deine Eltern von deinem Hobby? Also meine Mutter findet es eigentlich relativ gut, da ich das Sprechen dort übe. Ich weiß auch nicht, wie das gemeint ist. Mein Vater ist relativ gleichgültig. Das Einzige, was sie ein bisschen stört, ist das teure Equipment, was ich seitdem gekauft habe, seit dem Anfang von YouTube. Und die Zeit, die ich vom PC verbringe. Wirst du manchmal von fremden Leuten angesprochen, die deine Videos zufällig kennen? Bis jetzt noch nicht, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das ablaufen wird. Yo, bist du nicht der Thomas von PlayerGeddon? Ja. Du machst doch da diese komischen YouTube-Videos, habe ich nicht recht? Ja. Die sind scheiße. Wie oft masturbierst du am Tag XD? 100 Mal. So, das war's dann mit dem FAQ. Ich war jetzt, ich habe jetzt 5 Stunden dafür gebraucht, es fertig zu bekommen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn es einen Daumen nach oben gibt. Zu sagen ein kleines Dankeschön an 300 Abonnenten. Im Übrigen, könnt ihr euch noch an das 200 Abonnenten-Special erinnern? Da gab es ja einen Hashtag, und zwar Hashtag der Holzfäller bekommt Angst. Und wir haben gesagt, dass er bei 500 gesmackt wird. Und es gibt jetzt einen neuen Hashtag, und zwar 300. Das heißt, beziehungsweise der neue Hashtag heißt Hashtag der Holzfäller wird wütend, und dann geht's unten damit in die Kommentare, und bei 400 gibt's nochmal einen neuen Hashtag. Und bei 500 wurde der Holzfäller gesmackt. Also helft uns dabei, den Holzfäller zu smacken. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao.